أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا Wie ihr seht, Assalamu alaikum, wir haben hier einen riesen Sturm überall, Wind ohne Ende, 24 Grad. Ich habe meine Winterbaya wieder an. Was hängt denn jetzt da drin, ein Schuh? Yunis hat heute Aggressions. Okay, mach mal zum Boxen. Ich guck mal, was hier abgeht. Hallöchen, also beide Gänse haben Urlaub in Sibirien. Komm raus. Donner, nein. Komm, Fini. Oh, habt ihr auch schon hier rumgefummelt? Wie sieht's hier oben aus? Ihr habt euch selber eingesperrt. Komm, Fini. Komm, Fini. So, und jetzt komme ich rein. Die Donna wollte unbedingt wieder rein. Und wisst ihr was? Der Bambi, dem seine Wunden vergehen. Er muss einfach nur hochspringen. Er hat vielleicht auch mit dem Zucker gekämpft. Das muss nicht Bambi gewesen sein. Das muss nicht, guck mal, der hat auch. Wobei, das ist von Bambi. Vielleicht mit Zucker. Der wird ja bald kastriert. Und ich hoffe, dass du nicht schwanger bist. Du bist noch zu klein, Daisy. Bist du noch ein Baby? Nee, da ist nichts drin. Die ist noch zu zart. Ja, Habibi. Moment. Ich muss gucken. Alles okay hier. Du, 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 du. Mama kommt. Ich mach mal kurz bei den Kaninchen gucken. Nee. Prinz, nein. Also Bismillah. Uiuiui. Hat er mich erschrocken. Da liegt eine ganz kaputt rum. Also weißt, ihr macht mich fertig. Hier kommt nichts raus. Da hinten sieht es ein bisschen aufgewühlt aus. Hier. Was ist da hier los? Diese Geräusche bedeuten, lass mich in Ruhe. Das macht eigentlich eine Häsin. Das hast du ja auch schon. Und ihr habt nur einfach zugedeckt. Das machen die ja auch oft. Nee, nee, nee. Keine Haare da, keine Haare. Sag mal. Und ihr zwei, Romeo und Juliet. Fini. Habibi. Ja, Leute, ich lasse den Fino nachts bei den Katzen schlafen. Weil es war heute Nacht 10 Grad. Es geht nicht. Nö, hörst nix. Nö. Hast du dich entschieden, keine Kinder zu bekommen? Oder was? Wir machen es spannend, aber es sieht nicht danach aus. Na, und ihr?
Chip, 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 chip. Oh Mann, ey. Donner. Jetzt können wir doch durchziehen. 2, 4, guck mal, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. 13 Katzen hier und 3 drinnen. 16 Katzen, genau. Ja. Supi! Oh, Prinz, du siehst so zerflettert aus. Tut mir leid. Bald nimmer. Prinz wird ein Leben in Gefangenschaft leben. So. Im Haus. Mit Katzen. Anderen Katzen. Oh. Oh, je. So. Und du, Pixie? Was sind das für Geräusche? Dieser Hahn. Müssen wir auch mal gucken. Bonati, Mademoiselle et Monsieur. Mensch. So. Ach so. Habt ihr noch was Panda gefuttert? Okay. Okay. Wie sieht's hier aus? Also, nö, habt ihr noch ein paar Körner. Man muss nicht übertreiben, alles wegschmeißen. Pickt euch die guten Körner raus und später... Das Wasser können wir weglernen, neues machen. Die erschrecken sich immer so, ne? Wenn ich hier Wasser rausschmeiß. Könnt ihr gleich mal sehen. Ah, Jonas! Ich höre dich! Guck mal hier. Kükrükü. Der Hahn ist wieder hier. Ja. Nee, ihr kleinen Mäuse. Das Kopfkissen habt ihr mir auch aufgebaut, aufgerissen. Ja. Komm, Fini. Deine Aufgaben sind hier erledigt. Jetzt kommst du zu den Schafen. Wir üben jetzt nämlich gerade. Oh, mein Rücken. Wir üben gerade. Oh, ist das ein Wind. Merkt ihr das? Wie er die Schafe. Verteidigt. Die Hühner kann er schon. Ja, komm. Mama. Jalla. Und? Gucken, wie er reagiert. Gestern war er schon komisch. Ja, Habibi. Also, dieser Ess, der muss noch kommen. Weil... Die Schuschu ist wieder nicht schwanger. Hey, guten Morgen. Wohl geruht. Sehr gut. Und du auch. Oh, versteckst dich. Ich spiele einen Stein, dass mich niemand sieht. Und du, Habibi, willst du raus? Kommst du raus mit der Mama? Kommst du? Komm. Achtung. Mal sehen, ob er heute raus möchte. Upsala, der Bubu. Hier ist der Bubu. Komm, nimm ihn dir. Dein süßer Bubu. Kommst du mit Barra? Ha? Bist du Barra? Komm, hopp. Ja, komm hierher, komm hierher. Also, er will Barra. Komm, Barra. Hier. Mein Süßer will Barra. Jetzt kommt gleich die Sheila von hinten. Nein, 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 nein. Von vorne kommt sie. Du, gell? Warte, warte. Du brauchst mir nicht an den Füßen beißen. Oh, die Sheila ist voll sauer. Geh mal zu... Upsala. Fast hättet ihr mich glatzig gesehen. Ja. Es kommt die Zeit. Oh, wow, wow. Da könnt ihr mal sehen. Hier traut sich Costa auch rein. Kadiga, die Löwenbänderin. Ja.
Sim, Sim, Baby! Komm, Baby! Ah ja, das reicht. Nimmst du den Bubu noch mit? Nimm den Bubu. Soll der hier bleiben? Okay, auch egal. Hauptsache, du kommst raus, gell? Okay. So, wehe, ihr kommt raus. Bismillah. Dann habe ich den größten Schrott am Hals. Nein! Ups! Ah! Die kommt immer und schlägt mir gegen die Hand nochmal zum Schluss. Okay, du freust dich. Ja, Insel. Komm, geh mal runter, Fee. Fino, sag mal. Fino, sag ich schon. Fausi, komm, au. Uah. Sag mal, spinnst du? Der springt mir von der Mauer auf den Kopf. Na komm. Hier, meh, meh. Hier könnt ihr zwei euch austoben. Ne? Freundschaft forever. Und ich sag das. Der Fino ist, der Fausi und der Fino sind ein Team. Wer hier aufmuckt, kriegt Probleme. Bocky Jamie, benehmen Sie sich. Haben Sie gehört? Benehmen Sie sich. Sonst kommt. Was kommt dann? Sibirien. Oder wir verkaufen dich. Mal sehen, wenn die Schafspreise steigen. Aber bis jetzt geht's noch, muss man sagen. Es geht noch. So, jetzt setze ich mich mal. Oder wollt ihr ganz raus, ha? Huh? Ja, du siehst schon, der will mich angreifen, siehst? Der will boxen, ja. Du kennst den. Ja, du bist ein guter Hund, ein braver Bewacher. Oh. Okay, komm. Geh mal raus zu den Fahulis, besser. Wir gehen jetzt raus. Warte, Fini. Geh mal runter, Insel. Insel. Komm. Ja, komm, Insel. Jetzt gehen wir zu den Sanddornen, das ist besser. Du lass ihn die nicht abkauen, sind alle da? Ja. Machen wir hier zu. Mö. Fertig. Kommt. Hier haben wir sehr viel Sanddorn, aber wir gehen lieber zu dem großen Baum. Gefini! Da ist wieder dein Schrottwasser. Sein Swimmingpool vom Fini. Aha! Mindy! Hä? Wesh? Hä? When did I mean? Ah! Eine Schachati. Gibst du ihr was? Mashallah. So. Komm, Fino, du musst auf Fausi aufpassen. Hier auf den After. Komm, Insel. Was siehst du denn da wieder für Tiere? Komm, Insel. Ganz viel Fahuli. Wo sind der Dinger? Können wir das zusammenkehren? Die Esel, die wollen bestimmt auch Fahuli. Ich sehe nichts zum Zusammenkehren. Hier auch nicht. Was sind die Dinger? Ah, da. Aber die Esel sehen schon besser aus. Und die Seim? Mascha. Hä? Mascha, Anna. Oh, meine Süßen, ihr seht ein bisschen besser aus. Es wächst raus. Och, ihr Armen. Aber gut.
Ja, Heidi, mein Baby. Heidi, Jack. Jack the Flag. Heidi, die Schweizerin. Komm. Ich muss noch ein bisschen was rein. Was der nicht anpinkelt hat. Upsala. Wollte ich nicht schlagen. Okay, was noch? Der macht schon wieder irgendwelche Box. Irgendwelche Gewichte für. Der hat manchmal so. Manchmal ist er auf dem. Ich weiß nicht, ist das normal, dass Kinder so schnell sich ändern? Da ist schon eine Woche auf dem. Oder zwei Tage ist er auf so einem Sandsack-Trip. Dann kommt wieder was anderes. Fußball-Trip. Dann kommt der Pokémon-Trip. Dann Lego-Trip. Ich weiß nicht, ist das hyperaktiv oder sind alle Kinder so? Jeden Tag, alle zwei Tage neue Trips. Und was ist jetzt der Trip? Boxen. Aber hey, tu den Abudi nicht schlagen. Mama, tut kämpfen. Ich hatte gar nichts etwas zum Boxen. Ich habe ihn zum Boxen. Ja, weil ich gesehen habe, du übst da drin, wie man auf den Kopf schlägt. Das darf man nicht, du ich weißt. Ja. Oh, das wird wieder. Ich gehe lieber. Sitz hier. Ich tu mal die Fahuli zusammensammeln und gebe auch ein paar den Eseln. Dann will er Fußballprofi werden, dann doch nicht. Ja. Naja. Kung Fu will er lernen. Guck mal, der will zurück. Wo ist der Fausi? Komm zum Fausi. Hier ist Fausi. Guck. Geh zum Fausi, deinem Freund. Ja. So, jetzt habe ich ihn hier an den Karren festgebunden. Dann ist er im Schatten und in der Sonne. Ja, und die können spielen. Und die Wachhunde sind bewacht hier. Eigentlich könnte ich auch die Esel holen, hier mal festmachen. Ja. Den schmeckt auch Fahuli. Machen wir das? Komm, das machen wir. Schudele. Steckst du dein Gesicht da rein? Was ist da? Erdnüsse. Erdnussschalen und Schrott. Nichts Besonderes. Komm weg. Esst mal die Fahuli. Das ist Sanddorn. Das ist gesund, ja. Meißerdeißer. Habe ich mal jemandem geschenkt, der es nicht will anscheinend. Oder weiß nichts damit anzufangen. Egal. Fausi. Nee, lass die Nachbarn. Die Nachbarn wollen ja auch ihre Ruhe haben. Die Tiere scheuchst du nur auf. Bleib so, Fausi. Iss mit den anderen. Fini, was machst du? Ist das ein Vogel? Ja, einen Spatz. Den hat irgendjemand wohl gefangen. Der hat den da gewaschen. Deswegen hat er ihn aus dem Wasser geholt. Tu ihn nochmal waschen, der ist jetzt voller Tin. Hier, waschen, komm. Tu ihn nochmal her, Wasser, Maya. Nee, muss begraben werden. Das sind für später aufbewahrt. Erstmal draufpinkeln, mein Vogel. Super. Willst du ihn dann wieder nehmen? So, schön markiert, mein Vogel. Püppi schmeckt gut im Mund, super. Jetzt eine Stelle suchen, wo man es ein... buddeln kann, wo es keiner sieht. Nee, ich gucke weg. Jetzt gucke ich weg. Nochmal drauf pinkeln. So. Jetzt wird es niemand mehr fressen. Ich habe es markiert. Es wird für dich stinkig sein. Ist da noch mehr? Ist da ein Vogel oder was? Was ist das? Vielleicht jagen hier Silva und Medi rum. Sieht es aus hier mit dem Sturm? Ja. Ja, Leute, ich bin noch nicht sicher.
Ich weiß nicht, wann ich in die Stadt komme, wegen der ersten Impfung. Wann würdet ihr Prinz und, ich bin mir nicht sicher, ob die Daisy geimpft ist. Also Daisy würde ich auch gern komplett mitimpfen, mit den Neuen. Aber der Prinz ist ja geimpft. Würdet ihr den Prinz reintun? Prinz ist ja gesund. Ich glaube, das ist ein Risiko, oder? Ich würde ihn so gern drin haben. Ja. Ich würde mal abstimmen. Vielleicht frage ich heute Abend auch mal im Live-Video. Dann hole ich ihn einfach rein und bete zu Allah, dass alles gut wird. Aber man weiß ja nie. Das Frischen tut er wieder. Ach krass, okay. Das ist dein Gebiet. Mach, was du willst. Genau. Schon wieder den Vogel da in der Gosch. Sag mal, das ist ja schon ein bisschen widerlich. Oh. Ja gut, wem es schmeckt. Jedes Volk hat seine Delikatessen. Maschi. Gucken wir mal kurz, was die Kinder noch machen. Dann gehe ich wieder rein. Ich habe schon gehört, die Impfungen sind wieder teurer geworden. In Hurghada zumindest 500 Pfund eine Impfung. War bei uns 200 und dann 250. Aber ich glaube nicht. Huch, was macht ihr denn? Alle zusammen, Abad. Guck mal. Die fallen doch zusammen. Ach, so. Nicht gestorben. Der weiß doch selber nicht, wie er es machen soll. Yunus Braha. Sot mich Ali, Lausa macht. Yunus hat mir versprochen, seine Haare wachsen zu lassen. Da bin ich ganz happy. Gell, Fino, dass du deine Haare wachsen lässt. Nur die Seiten haben wir ein bisschen. Dass deine Haare, Sharak, das wachsen, dass du sie nicht schneidest. Wann denn? Nein. Da habe ich dich wieder auf eine Idee gebracht, ey. Nee, du hast so schöne Haare. Dein ganzes Leben wirst du kurze Haare haben, Yunus. Und wenn du klein bist, kannst du lange Haare dir schön haben. Ne? Und irgendwann kriegst du Gara wie Baba, eine Glatze. Sei froh, dass du so schöne lange Haare hast. Der Baba träumt von deinen Haaren. Aywa, und jeder andere Mann. Und jetzt willst du eine Glatze machen oder kurzer machen. Das brauchst doch nicht. Das ist es, was wichtig ist, was du machen wolltest. Das ist Boxing. Kaputt, du bist. Ayo, Herkules. Ja, wer so viel Kraft hat. Halas, halas, halas. Ei. Okay. Zu viel Energie. Ich würde ja mit euch zum Feld gehen, ein bisschen Action machen, aber mir fehlt die Energie. Ja, so ist das. Lass die Türe zu bei den... Ach so. Halas. Guck mal, sogar das, dieser Gobi, also ich glaube, der frisst meine Aloe Vera. Naja, ich habe ja genug davon. Wenn es einem schmeckt, wenigstens das. Hier, die kriegt dieses Jahr keine Blüte, weil sie zerstört wurde. Von einem... Fridolin! Wie konnte das passieren? Der hat eine Gehirnerschütterung. Du, bei dem Ganzen. Yunus, war das der Fußball oder der Wind? Was? Ja. Was, der Mann? Ist kaputt. Vom Fußball? Ja, wisch, mein Sohn lügt nicht. Hätte ja auch sagen können vom Wind. Ach, du armer Fridolin. Das war eine teure Sache. Ja, Mäuse. Okay, ich gehe wieder rein. Alhamdulillah, sie fressen.
das gute Essen. Der Fino hat auch draußen bekommen. Ja. Du frisst endlich wieder Trockenfutter. Sherry, du hast mir Sorgen gemacht, aber trotzdem möchte ich zum Tierarzt. Ich will, dass der dir Tropfen verschreibt. Nee? Gucken wir mal, wann abends irgendwann mal ein Tierarzt offen hat. In der Gahamadi. Da ist einer, der hat mal gesagt, er wird sich spezialisieren für Kastrierungen. Kastrationen, Entschuldigung. Ja, Rocky. Dann müssen wir nimmer nach Luxor. Aber ob man dem vertrauen kann, ich weiß es halt auch nicht. Gell? Guck mal da. Und guck, was ich gekauft habe. Also, das ist auch wieder so ein... Catnip soll das heißen. Das juckt die nicht. Ja. Min! Younes! Wichtig, dass sie fressen. Die hat nämlich länger nicht gefressen. Da habe ich extra jetzt diese Nudeln gemacht. Mit dem... Mein Mann. Jetzt gucken wir mal, wie es dem geht. Oh. Auf dem Klo war er. Ja. Don't change your clothes. We want to see you. Change your own sister. What? Persim. Persim. Yeah. You're an energetic. Energetic boy. Where is Fauzi? I don't know. Maybe he. Ellie, dying. Was dying? Auzubillah. Ja, Ramadan hat er sich noch nicht blicken lassen. Mein Mann war schon nachts und hat Futter geholt für die Tiere. Vielleicht ist er krank. You know where he live? Auch nicht. Der hat kein Telefon. Weiß nicht, wo er wohnt. Ja. But you can find this out normally. You can send somebody to him and ask if everything is okay. Maybe he need help. I don't know. Na gut. Leute, ihr seht, alles beim Alten. Katastrophe kann ich jetzt hier aufräumen. Langsam, langsam. Ordnung schaffen. Und dann... Mit Fähren. Fähren. Eating? Because of what? The Sheikh Talat, he crown every moshe. He bring like 40 meal or something like this. Really? To somebody he gives. But Mahmoud, this is doch for Saudiya. The poor for people. Poor. It's just not for the poor people or for all. Wallahi, wir sind doch, we are not poor Mahmoud, wir sind doch nicht arm. Der hat eine Invitation, der macht 40 Mahmoud. If we feed 2, 3, 5, not poor, the rest we need it. Aha. He invite you, especially, or you go? Or Moshe, this means all will eat. Aha. Also 40... 40 meals every moshe. Every moshe. Every day he round. And I think also fee some meal he give it to special people in the home. Go to the home. Ah. Okay. Ja. Masha'Allah. Also dieses Jahr macht Sheikh Talat auch natürlich Ramadan-Pakete für die Leute. Verteilt, wie ich euch gesagt habe, auch Reis. Und nee, Zucker hat er verkauft. Ganz billig. Für 27 Pfund das Kilo. Und dann verschenkt er natürlich auch Sachen. Und jetzt gibt es 40 Teller Armen. Die sind ready, ja. In so Aluminium-Essen-Dings da, von der Küche wahrscheinlich. Ne? 40 Leute werden hier gespeist in dieser Moschee. Und jeden Tag eine andere Moschee. Ja. Ah, he call you? Nee. Sheikh Talat. He was here, he collected money 3-4 days ago. He collected money from for this food. Yeah. That's funny.
Shanta from Ramadan. Amish. And you can, if you can feed a feast man, a feast family, مثلا, you collect money in this. Super. Also, der hat hier auch noch Geld gesammelt. Für, um eine Familie Fasten zu brechen. In jeder Moschee hier in der Umgebung. Mm-hmm. Masha Allah. He prays the Tarawih, the Isha and the Tarawih. Mm-hmm. And in the middle from the Tarawih, he makes khutbah. And before he finishes Shafa water, he makes khutbah also that he say we make that for the poor people to collect money, to feed the family every day in the home, to bring something like rice, lahma, kida. Good. And who can help? He can give something here. Who don't have money, he can go home. I wait shwaya. Nice. Kida. Aywa. He collect like 2,000 in this night. MashaAllah, MashaAllah. Tabarakallah. Okay, meine Lieben, ihr seht, jeder ist beschäftigt mit Spenden sammeln, gute Taten tun, Dhikr machen in Ramadan. Aber Sheikh Talat macht das ja das ganze Jahr. Deswegen heißt er ja auch Sheikh. Ja. Alhamdulillah. Okay, ich wünsche euch was und bis die Tage. Ma'a salama. Bye, bye.